Herr Riffel, Sie sind hier mit Ihrer Firma im Gewerbegebiet ansässig. Sie haben 180 Mitarbeiter weltweit, die sich mit ökologischen Studien beschäftigen. So, das ist eins unserer Bereiche, die wir in unserer Geschäftsbereiche. Ich selbst bin ausgebildeter, promovierter Zoologe, habe mich mein Leben lang mit Ökologie, Natur- und Artenschutz beschäftigt. Wir machen Studien, um Gewerbegebiete, um Firmen zu begleiten, dass ökologisch möglichst viel aus geplanten Baumaßnahmen gewonnen wird. Wir machen zudem auch Studien im Bereich Landwirtschaft für Ökolandbau, für konventionellen Landbau. Wir haben selbst 200 Bienenvölker. Wir wissen, glaube ich, wenn es um Artenvielfalt geht, von was wir sprechen. Ja, und Sie haben uns in einem eindrucksvollen Vortrag vorgeführt, dass man ein Gewerbegebiet durchaus artenreicher und ökologisch wertvoller gestalten kann, als es im Moment der Acker, um den es geht, ist. Das ist richtig. Ich meine, Landwirtschaft ist ja per se die Förderung eines Organismus, nämlich der Maispflanze oder der Kartoffelpflanze auf Kosten aller anderen im potenziell vorhandenen Ökosystem. Vielfalt ist alles. Und im Gewerbegebiet, wir haben hier zum Beispiel bei uns auf der Fläche Zauneidechsen, hier brütet die Klappergrasmücken, wir haben hier Mauereidechsen, seit letztem Jahr sind die eingewandert, wir haben eine reiche Wildbienenfauna. Man kann Gewerbegebiete durchaus so einrichten und planen, man muss es eben nur tun. Das beißt sich nicht und Vielfalt ist letztendlich immer das, was zählt. Vielfalt der Strukturen. Gebäude sind Strukturen. Wir haben hier Vögel, die im Gebäude brüten. Wir haben Vögel, die in den Bäumen brüten, etc. pp. Nicht so in der Landwirtschaftsfläche, die natürlich für einige Arten auch attraktiv ist, aber es ist nicht so, dass da eine regenwaldartige Biodiversität herrscht und dickes Gewerbegebiet eine komplette Wüste ist. Das kann man in Einklang bringen. Vielen Dank. Das sind doch aufschlussreiche Worte. Und wir vom BDS unterstützen das, dass wir ein Gewerbegebiet bekommen, was durchaus als Vorzeigegebiet in der Region wirken kann.